Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Sebastian, ihr seid hier auf Tupac VR und hier gibt es alles rund um das Thema VR. Und heute habe ich euch ein Game mitgebracht, was sich Demio nennt. Demio ist ein Tabletop-VR-Game, à la das schwarze Auge, Hero Quest und sowas. Und das Ganze halt in VR hat halt, jede Map hat so seine eigene Story, Geschichte und man muss da halt durch die Dungeons durchkommen, ist ein rundenbasiertes Game und wer diese Games mag, also rundenbasiert, Tabletop-Games, also so Brettspiele, also der ist hier richtig aufgehoben. Für mich ist es einer der Überraschungstitel 2021, also richtig geiles Game, ich würde fast so weit gehen, best erschienener Titel 2021, also ich werde hier mit Sicherheit sehr viel Zeit verbringen, denn das Game macht so viel Spaß. Ich habe es jetzt hier in dem Video mit der Quest gespielt, zeige euch den Singleplayer-Teil und dann gibt es noch ein anderes Video, das kann ich hier mal in die Infobox packen. Da habe ich im Multiplayer gezockt mit dem Chris Reality, mit dem Hoshi 82 und dem Patrick von die Zockstube und wir haben dann zusammen Multiplayer Demio gezockt und das habe ich dann mit der Valve Index gespielt, PC VR und so könnt ihr dann auch mal ein bisschen Grafikvergleiche sehen, wie sieht es auf der Quest aus, wie sieht es mit dem PC aus und könnt ihr euch das mal so anschauen. Hier möchte ich euch jetzt den Singleplayer-Parten so ein bisschen zeigen und im anderen Video seht ihr einen kompletten Run vom Multiplayer-Part. Also da haben wir, ich glaube, über anderthalb Stunden gespielt. Ich habe auch echt nicht viel weggeschnitten, also könnt ihr euch gerne reinziehen. War eine lustige Runde auf jeden Fall. Und das erstmal dazu. Kommen wir, gucken wir uns mal ganz kurz die Oculus-Seite an, ist jetzt nicht so viel. Und hier sehen wir noch nicht den Preis. Es soll, glaube ich, 29,99 kosten, ab Erscheinungsdatum. Und ich muss sagen, ich muss lobend erwähnen, dass man hier einfach einen Raum erstellen kann. Man kriegt eine Raumnummer und alle Leute, die das Game haben, können dann halt über diese Raumnummer joinen. Egal, ob wir jetzt eine Steam-VR-Brille haben und zwei Leute haben eine Quest oder ne, das kann man komplett im Crossplay spielen. Voice-Chat funktioniert wunderbar, also auch in einer guten Qualität. Also da kann man echt nicht meckern. Und so sollten Spiele eigentlich sein, dass wir wirklich, alle PC-VR-Sets, Headsets, Quest-Headsets zusammenbringen und wir zusammen dann spielen können und nicht, dass es so ein autarkes System ist. Und ich finde, das ist hier echt gut gelungen. Und also dieses Game ist auch perfekt für die heutige Zeit. So kann man wirklich echt tolle Spieleabende in VR erleben mit seinen Freunden und kann so ein paar Abenteuer erleben. Also wer diese Games mag als Brettspiel, der wird das hier auch lieben. Also ich bin echt mega Fan von dem Game. Ich hype das wirklich, weil es einfach genial ist. Ich hatte meinen Spaß und ich hoffe, ihr habt jetzt auch euren Spaß bei dem Gameplay hier und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Welcome to the Elven Acropolis of Helmar. Deep inside these unhallowed catacombs, the mad Elven King lies locked in his golden sarcophagus. His spirit trapped between this world and the next. In a desperate bid for immortality, the king made a terrible pact with the outer darkness, bringing certain doom on himself and his loyal subjects. Now, their spirits too have been forever sealed in sarcophagi scattered across the necropolis, and their plight has caused vile corruption to seep into the surrounding lands. To save the realm, you must find and set their spirits free, and vanquish any foul fiends standing in your way. So Leute, willkommen beim Game Demio und wir schauen uns das Game jetzt mal mit der Quest 2 an. Und wir werden als erstes hier in diesem Keller begrüßt, sage ich mal, vom Game. Und vom Look her sieht das so mega nach 80er Jahre aus, so 80er Jahre Filme. Ich glaube im Multiplayer-Game, was wir gemacht haben mit Chris Reality Hoshi und dem Patrick von die Zockstube, da meint halt einer irgendwie Stranger Things und das passt natürlich auch. Und als erstes zeige ich euch mal das Menü. Ich möchte euch hier auch kein komplettes Gameplay heute zeigen. Ich möchte euch mal das Game
als Singleplayer zeigen mit der Quest 2, damit wir auch so einen kleinen Grafikvergleich haben. Wie sieht es mit der Quest aus? Wie sieht es mit dem PC aus? Und ja, das PC-VR-Gameplay werde ich unten in die Beschreibung packen, oben in die Infobox. Also schaut gerne mal da rein. Da zeige ich halt dann den Multiplayer-Game mit den anderen Jungs. Und ja, hier ist das Menü. Hier haben wir einmal schnelles Spiel, falls wir Mehrspieler-Modus zocken wollen mit anderen Leuten. Da kann man auf schnelles Spiel drücken. Man kann Spiel hosten, also dann bekommt man eine Nummer, eine Raumnummer und kann das seinen Freunden mitteilen. Die können dann über Spiel beitreten, dann diese Nummer eingeben und dann ist man in einem Raum und kann sich über Voice unterhalten und so weiter und so fort. Und ja, das Game dann zusammen spielen, das ist das Wichtigste. Wir haben einen Erfahrungsbalken und hier können wir Skins freischalten, wie wir hier sehen, Masken und so weiter und so fort. Gehen wir mal ganz kurz hier zu den Gegenständen. Das sind die Skins. Wir haben ja 4 Charaktere, Wächterin, Jägerin, Assassine oder der Zauberer. Und wenn ich hier draufklicke, dann sehen wir hier schon mal die Zauberrobe und da kann man halt andere Sachen dann freischalten. Grundplatten sind die Platten, wo die Figuren halt draufstehen. Und hier haben wir die Masken. Das sind ja die Sachen, wie uns die anderen dann sehen. Hier sieht man dann nur eine Brille oder so ein komische kleine, ja, was ähnlich aussieht wie eine Brille. Und das sehen dann die anderen, mit denen wir dann zusammenspielen. Dann haben wir hier nochmal die Einstellungen. Den Keller können wir ausblenden. Wir können den Keller wieder einblenden und ja, den Tisch neigen kann man deaktivieren oder aktivieren und man neigt den Tisch, indem man mit dem Thumbstick dann Bewegungen macht, ich meine hoch oder runter und dann neigt sich der Tisch. Ist natürlich ganz gut, wenn man nicht die ganze Zeit so runter gucken will, ne? Dann kann man sich den Tisch neigen, wie man möchte. Und die Sprache ist jetzt hier auf Deutsch. Man hat keine deutsche Sprachausgabe, aber deutsche Texte ist sehr, sehr wichtig, finde ich. Und hier können wir die Audiosachen einstellen, Audioquellen. Und da haben wir Musik, Soundeffekte und den Sprachchat. Und das können wir uns dann individuell anpassen, wie wir wollen. Hier haben wir nochmal eine kleine kleine Hilfe. Und wir haben hier ein Tutorial, was ich schon gespielt habe. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir in den Gefechtsmodus Einzelspieler. Und ja, wie ich schon eben gesagt, ich möchte das nicht komplett durchspielen. Ich zeige euch mal eine Ebene, damit wir so ein kleines Gefühl haben. Erkläre so ein bisschen was dabei. Das haben wir in dem Mehrspieler-Modus jetzt nicht gemacht. Also, los geht's. So fängt's an. Wir können uns eine Figur aussuchen, die wir hier spielen wollen. Und ja, ich spiele gerne den Zauberer. In diesem Gefechtsmodus spielen wir dann nur zu dritt. Also wir müssen einen Startchampion auswählen und dann werden, ich weiß nicht, ob es Zufall ist, auf jeden Fall spielen wir dann mit dem hier und mit dem. Und die Jägerin ist dann leider nicht dabei. So, und hier haben wir aber immer, ja, wie es zu jedem Rollenspiel und Tabletop-Game gehört, eine Story. Und die Story ist hier der schwarze Sarkophag. Und ja, ich versuche es mal vorzulesen. Die Elfennekropolis ist ein von dem Alpharak befallener, verschandelter Ort. In ihren tiefsten Ebenen sind die Elfengeister im schwarzen Sarkophag gefangen. Und die Auflösung des Fluchs beginnt mit ihrer Befreiung. Um diesen verdorbenen Sarg zu öffnen, musst du zuerst die Elfenkönigin besiegen und den Schlussstein zurückholen. Aber Vorsicht! Eine Entourage von untoten Kreaturen benutzen dreckige Zaubersprüche, um ihre Unverwundbarkeit aufrechtzuerhalten. Der vernichtende Einfluss des Alpharak hat die Elfenkönigin in eine wuterfüllte, grauenerregende Abscheulichkeit verwandelt. Hüte dich vor ihrer Stimme! Sie kann Feuerbälle schießen, kann den Boden mit einem mächtigen Stampfen erbeben lassen, wird von einer Entourage von Zauberer geschützt. Also, Buch 1. Und ich würde sagen, ich benutze jetzt hier mal, oder nimm mir den Zauberer. I am ready. Das Coole ist, wir können uns die Map, wie wir wollen, drehen. Wir können rauszoomen. Wir können sehr nah ranzoomen. Ja? Wir können uns das Geschehen von allen Seiten anschauen. Das ist mega geil gemacht. Und
Also zur Grafik muss ich sagen, klar, es ist jetzt nicht so ganz detailliert wie die PC-VR-Version, aber hey, für die Quest 2, die macht hier einen richtig guten Job und für ein Tabletop-Game mega. Also das ist für die Quest auch wie für gemacht für die Quest, denn ja, man kann so bequem im Wohnzimmer mal mit den Jungs zocken, ne? Kann sich eine Runde Dimio reinziehen und ja, braucht nicht extra zum PC VR-Headset aufziehen und so weiter. Also mit der Quest ist es schon echt genial. Und ja, die Figuren bewegen können wir, indem wir mit dem Trigger die nehmen und dann können wir die in diesen Aktionsradius bewegen. Man hat zwei Aktionspunkte, die man machen kann. Und ja, hier haben wir jetzt schon den ersten gemacht und den zweiten. Ich öffne jetzt einfach mal das Tor in eine neue Ebene. Dann geht's runter. Your quest is simple. Fight your way down to the bottom floor and destroy the terrible keeper lurking there. Only then can the trapped elven spirits be released. So, wir sind jetzt hier eine Ebene runtergegangen. Es gibt insgesamt 3 Ebenen, bis wir zum Endgegner kommen. Das müssen wir halt alles dann erreichen. Man findet jetzt hier irgendwo einen Weg nach unten. Man muss auch einen Endgegner besiegen, der einen Schlüssel hat. Also irgendein Gegner hier hat einen Schlüssel. Den muss man zuerst holen, bevor man dann da runterkommt. Hier werden uns Points of Interest angezeigt. Also da könnten Truhen sein, da könnte so ein Heilbrunnen sein. Da könnte der Weg nach unten sein, zur nächsten Ebene. Also das alles kann sein. Jeder Spieler hier hat Karten. Und ja, der Zauberer hat diese Karten am Anfang. Wir können, indem wir Gegner besiegen, Karten bekommen, indem wir Truhen öffnen. Und wenn wir eine Ebene runterkommen, können wir uns nachher Karten kaufen. Indem wir hier dieses Geld einsammeln, bekommen wir halt Kohle und können die oder Goldmünzen und können diese nachher benutzen. Die Karten, die sind alle weg, wenn man die einmal benutzt. Diese hier, also jeder Charakter hat auch eine Karte, die sich jede Runde wieder auflädt. Und das sieht man an diesem Symbol hier. Und dieses Aufladesymbol. Und das ist vom Zauberer jetzt. Er kann einmal einen Feind betäuben und verletzen. Und hier diese Symbole sehen wir ein Schwert und einmal zwei gekreuzte Schwerter. Und das ist der Schaden, den wir machen. Ein Schaden, 3 Schaden bei diesem Angriff. Und ja, wenn wir würfeln, haben wir entweder 1 oder 2 Schwerter auf dem Würfel und dementsprechend ja, richten wir dann Schaden aus. Okay, wir sammeln jetzt hier erstmal das Geld ein, ohne dass uns hier irgendeiner was kann. Und jetzt haben wir hier wirklich das Zufallsprinzip, welche zwei anderen Charaktere dann mit einem kommen. Jetzt haben wir hier den Bogenschützen und hier haben wir den Assassinen. Und der Bogenschütze kann halt hier diese Sachen machen. Er hat 2 wieder aufladbare Pfeile, die wir benutzen können. Ist auch sehr gut. Also muss man sich auch so ein bisschen auf die Charaktere einlassen. Der Assassine, der kann schleichen und ist dann getarnt. Das mache ich jetzt einfach mal. Also jetzt, wenn ich hier aufmache, dann dürften die Gegner, wenn jetzt hier was kommt, dürften einen nicht sehen. Und jetzt gehe ich einfach mal mit dem Zauberer hier lang. Hier sieht es noch gut aus. Ach, okay, der muss noch einen Schritt machen. Wir holen hier erstmal alle rein. Jetzt habe ich natürlich keinen so mega Nahkämpfer außer den hier, der gut schleichen kann. So, mal gucken, wann die ersten Gegner uns hier holen. So, jetzt machen wir mal die Tür hier auf. Pfeil kann ich jetzt hier noch gar nicht ansetzen. Ist ein bisschen blöd, ich hätte den Zauberer wegmachen sollen, aber ich wollte eigentlich so gar nicht gehen. Aber ich kann den von hier aus schon angreifen.
Bevor wir das aber machen, wir können uns immer anschauen, was sind das für Gegner? Ja? Hier haben wir zum Beispiel Heilbrunnen, Spinnenei. Wenn wir die zerstören, kommen Spinnen raus. Komm, wir zerstören erstmal die jetzt hier. Und hier jetzt haben wir den Würfel. Und wenn wir das Symbol treffen, dann macht er keinen Schaden oder macht nur so, ja, dreht sich einmal und macht Zufallsprinzip, wo der gerade trifft. Okay. Just like time. Eat it. So, schleichen werden wir definitiv. Na komm. Okay, kann ich jetzt gerade nicht machen. Okay, machen wir den direkten Angriff hier. One quick stab. Oh yes. Also hier haben wir jetzt ein paar Gegner. Jetzt ziehe ich mich erst nochmal. Ne, warte mal, warte. Ah, kann ich jetzt abbrechen? Nein, okay. Dann bleiben wir erstmal so. Okay, die werden jetzt den Zauberer alle angreifen, das ist nicht so gut. Okay, der Zauberer hat jetzt die Möglichkeit, einen Flächenzauber anzuwenden und das machen wir jetzt auch. Und vorsichtig, man kann auch die anderen Mitspieler treffen und das wäre nicht so gut. Das ist aber eigentlich perfekt hier. Und wenn wir jetzt zwei Schwerter haben, wäre es echt genial. Okay. You dare fight me? Panik, der läuft erstmal weg. Okay, jetzt haben wir natürlich das Spinnenei zerstört. Und jetzt blockieren wir den. Ich zapp den einmal. So. Das heißt, jetzt kann da erstmal schon mal keiner hin. Jetzt machen wir hier nochmal einen Schaden auf die auf diese Ratte. My arrow. So, den müssen wir jetzt erstmal tarnen. Time to go silent. Monster. Und die Spinne. Oh. Gut. Ich muss natürlich jetzt einmal den Heiltrank nutzen, weil er sonst kaputt ist. Oh, hier kommt einer. Dann zapp ich jetzt erstmal hier diese Spinne. Die ist jetzt betäubt. Und jetzt ziehe ich mich erst nochmal zurück. Wir müssen uns auf jeden Fall erstmal killen. Und dann kümmern wir uns danach um die Spinne. Weil der fällt uns gleich in den Rücken. Der hat eine Giftbombe. So, die Giftbombe, die werden wir jetzt hier schon mal platzieren. Schade. Please inhale the fumes. So. Schon mal gut. Ich bleib erstmal da. Ich beende die Runde. Good. Now it's the enemy. Spinne kriegt gerade gut Schaden. Die Spinnen sind gerade ein bisschen nervig. Jetzt müssen wir echt die erstmal zappen hier.
dass keiner mehr vorbeikommt. A bolt of lightning. Die. Okay. Bringt jetzt nicht so viel. Okay, das würde jetzt auch nichts bringen. Dann muss ich mich erstmal hier um den kümmern. Komm. Jetzt kriegt der nochmal einen hier. Und dann sollte der erstmal Geschichte sein. Ja, sehr gut. Sehr gut. Warte, wir gucken, welcher hat mehr? Zwei, okay. A little to the... So, tarnen. Angreifen und dann haben wir erstmal ein bisschen was geschafft. Jetzt sind die dran. Okay. Die große Spinne wird natürlich jetzt schwierig. Aber jetzt können wir. Jetzt können wir sie einfrieren. Wow! Acht. Giftspritze 10. Okay. Ich hoffe mal, dass wir mal zwei Schwerter kriegen auch. Straight. Komm, zwei. Getarnt, ich weiß es gar nicht. Komm, wir gehen auf Nummer Risiko, wollte ich sagen. It's the monster. Oh. Okay, der ist K.O. Stand. Ist aber schon mal gut. Ich kann ihn wiederbeleben. Wenn wir jetzt hier. Oh ne. Der müsste schon dahin gehen. Okay. Ja, aber. Einmal Heilung für alle und dann bloß. Ah, okay, der kann jetzt nicht weg. Schade. Okay. Straight. Natürlich das Blöde, diese Giftbombe, die breitet sich immer weiter aus. My aim is true. Die. Jetzt müssen wir einfach mal hier lang gehen. Oh, right. Time to move the monsters. What should I do? Ah! The Lord, yeah. So, jetzt ein Pfeil drauf. Sollte der Geschichte sein. Und jetzt gehen wir auch schon mal eine weiter. Boah. Das ist ja Wahnsinn. Okay. Der hat den Schlüssel. Also wir müssen die jetzt auf jeden Fall erledigen. What a juicy jugular. Oh. Now, what will the fiends do? Nicht gut.
Also getan ist er nur, wenn er nicht wirklich angreift, glaube ich. Okay, der ist K.O. Nicht gut. I don't feel dead. Nicht gut. Nicht gut. Ich bin wenigstens ein paar getroffen. Okay, das ist gut. Du überzeugst einen Feind, für dich zu kämpfen. Sehr eine gute Wahl hier, Elfenplünderer. Die Spinne wäre am besten, glaube ich. Aber komm, wir nehmen den, den können wir jetzt mal benutzen. Wir müssen jetzt irgendwie Monster-Tag zu dem da hinten kommen. Ja, immer auf den armen Zauberer. I don't feel dead. Ja, viele, viele Möglichkeiten haben wir ja nicht mehr, ne? Ich denke mal, dass wir gleich sterben werden. Time to go. The monsters are moving. Ist ja Wahnsinn. Ready to hunt. So. Da ist eine Truhe. Da gehe ich jetzt noch hin. Ich probiere das einfach mal. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber... This can freeze them. Das wäre sehr gut, wenn ich das jetzt noch überleben kann. Nein. Den Zug muss ich beenden. Cool. My turn, which means monster turn. Now he does. There. That should do it.
Oh, das ist sehr gut. This will keep them occupied. Ja, halt dran. Brauchen wir. Jetzt müssen wir den irgendwie dahin wiederholen. Runde Ben für den Zauberer. Okay, für den kann ich jetzt erstmal hier hin. Hier hin, so. Also ich hatte mal eine Runde gemacht, die war ein bisschen einfacher, muss ich sagen. Also eigentlich, das kann ich nicht mehr schaffen. Fiddle, fiddle, I should say. They won't hear. Ah, dann hat man auch noch kein Glück. Also ein bisschen Glück wäre ja gut gewesen. Wenigstens etwas. Schieß doch hier! Ich bin mit meinem Zauberer jetzt alleine, super. Jetzt diese Härtetrank nehmen, macht mich 3 Runden unverwundbar. Ich geb nicht auf. Ich geb nicht auf. Kein Schaden, aber vergiftet. Na toll. Das ist ja unmöglich. Ich müsste jetzt irgendwas mit Flächenschaden haben, aber... We'll tremble, all abomination. Ich hab 'ne Idee.
muss drauf. Egal, ob ich jetzt auch Schaden nehme. Schatule verteidigen. I will destroy you. All right. Move the monsters. Oh, die haben uns rangezogen. Na toll. It's time. This will protect us. Ist das spannend hier, ey. Werde ich irgendwie wegkommen? Nee. Ich komme auf keinen Fall weg. It is time. Be gone, Fiend. Tschüss. Good. Now it's the enemy time. Ah, wir sind verloren. Monster time. Oh, die können sich auch noch so weit teleportieren, diese Typen. I stand prepared. Monsters are moving. Gift um Gift, hier ist doch nix. Das war's jetzt. What is next? Monsters are drawn to you. Staff is ready. Jetzt komm. All right. Monster time. Na super, ey. This should dampen their spirits. Dims und Golatom, das war es. You were defeated in battle. Ja, gut. You were defeated in battle. Also ich hatte eine Testrunde vorher gemacht, muss ich sagen. Und die war ein bisschen besser. Da hatte ich aber auch den, nicht die Jägerin, sondern diesen Krieger. Und der kann ein bisschen besser, der ist für Nahkampf sehr gut. Der kann 5 Rüstungsteile aufbauen und also ein bisschen einfacher mit dem, mit den, jetzt hatte ich ja quasi 3. Ja, der Assassin ist ein Nahkämpfer, aber ansonsten 2 Fernkämpfer und ja, wir wurden jetzt echt überrannt, ne? Es war ein Gemetzel, es war ein Abschlachten.
Ja, Leute, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und ich muss sagen, die Quest-Version gefällt mir genauso gut wie die PC-VR-Version. Klar, grafisch ist es ein bisschen schlechter, aber auch, ich würde sagen, minimal. Also es gefällt mir hier genauso gut wie mit dem PC. Auch wenn es auf dem PC ein bisschen feiner alles aussieht. Die Figürchen, wenn man die nah ranzoomt, sehen die besser aus. Aber ansonsten ist ein Brettspiel ein Tabletop-Game. Das muss jetzt nicht die mega Half-Life Alyx-Grafik haben. Das, was wir hier sehen, reicht. Und ich bin gespannt auf die nächste Multiplayer-Runde, weil das hat mir natürlich jetzt auch Spaß gemacht. Aber das Game ist für Multiplayer ausgelegt und so sollte es man auch eigentlich spielen. So, Mann. Und ja, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, wenn ihr den Like-Button jetzt mal drückt. Und ja, wie hat euch das Game hier gefallen? Gerne mal in die Kommentare und holt euch das auch gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich interessieren, was ihr von dem Game haltet und ob ihr auch eventuell jetzt schon Fan von dem Game seid wie ich. Also ich liebe das und ich muss mich jetzt echt ein bisschen taktischer verhalten, um auch mal alleine so ein bisschen weiterzukommen. Ja, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.